Auf geht's Erlangen, auf geht's Erlangen, Rot-Blau HCE. Ja, ich begrüße Sie alle zur Pressekonferenz heute nach dem Spiel zwischen dem HC Erlangen und Frisch auf Göppingen. Zur Halbzeit stand es 17:10, das Endergebnis lautet 34:28. Auf dem Podium begrüße ich herzlich den Gästetrainer Hartmut Meierhofer und unseren Trainer Raúl Alonso. Die erste Frage wie immer an die Gäste. Herr Meierhofer, wie haben Sie die vergangenen 60 Minuten erlebt? Glückwunsch an Raúl und an Erlangen zum Sieg. Ja, wir haben eine sehr fahrige erste Halbzeit gespielt, wo uns im Angriffsspiel nicht viel gelungen ist, wo wir zu viele Ballverluste auch haben, ob das technische Fehler waren oder auch dann vergebene Chancen. Unsere Wurfquote war nicht gut über das gesamte Spiel. Und zweite Halbzeit war es gleich von Beginn an deutlich besser. Wir haben Ballgewinne in der Abwehr. Wir schaffen es, ins Tempospiel zu kommen. Wir schaffen es dann relativ schnell auf 3 Tore zu verkürzen. Und haben aber dann so ein bisschen die Stabilität vermissen lassen, um dort genau weiterzumachen. Und am Ende des Tages geben wir vorne zu viele Bälle her und waren auch im Gesamten nicht stabil genug in der Deckung. Entsprechend geht der Sieg natürlich absolut in Ordnung. Schön. Ja, Raúl, drittes Spiel, dritter Sieg. Was war heute deiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg? Ja, guten Abend, Hartmut, danke für die Glückwünsche. Es ist auch kein Zufall. Ich weiß, und das kann man eben erfüllen vom Spiel, wie sehr der Gegner dich wahrnimmt und ernst nimmt. Und das hat Göppingen heute von der ersten Sekunde auch gemerkt. Wir haben es hier mit einer Top-Mannschaft zu tun. Und wir müssen immer diese Bereitschaft immer mitbringen in den Spielen und natürlich hoffen, dass wir mit unseren Plänen auch auf dem richtigen Weg liegen. Und das ist heute gelungen. Wir haben eine super Deckung gehabt, auch Torhüterleistung wieder. Ich glaube, insgesamt 14 Paraden habe ich und haben das Spiel in der ersten Halbzeit dominiert. Wir haben in der Vorbereitung gegeneinander gespielt und wir hatten auch eine Phase, die so ähnlich gelaufen war. Es ist immer schwierig und ich weiß, dass Hartmut auch da einige Spieler zu integrieren hat, die noch nicht im System drin sind. Und das wollten wir heute nutzen und das ist uns, glaube ich, gelungen. Was mich aber extrem freut, ist die Tatsache, dass wir in dieser Schwächephase von der ersten Minute in der zweiten Halbzeit, ungefähr 10 Minuten, wo wir wirklich viele Gegenstoßtore bekommen, dass wir da einfach stark bleiben, mental stark bleiben, emotional stark bleiben, einfach mal eine Aktion nach der anderen und wieder ins Spiel zurückfinden. Und wir sind heute ein wirklich verdienter Sieger gegen so eine tolle Mannschaft und haben natürlich auch ein Riesenerlebnis. Und das ist aber auch schon Vergangenheit. Ich freue mich natürlich sehr, dass unser Publikum, unsere Fans das auch miterleben konnten und uns helfen konnten, das umzusetzen. Aber jetzt geht der Blick Richtung nächste Aufgabe und das ist ein sehr schwieriges Auswärtsspiel. Dementsprechend werden wir den heutigen Abend genießen und ab morgen liegt der Fokus bei der nächsten Aufgabe. Auf geht's Erlangen, Rot-Blau HCE!